Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talks. Heute nach dem Spiel gegen Preußen Münster begrüße ich erstmal unsere Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk. Hallo und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Wir haben heute was ganz Neues. Ihr habt da tolle Zettel auf dem Tisch liegen, man sieht es vielleicht. Der Klaus hat auch schon fleißig geschrieben, so. Der ist auch schon fertig. Ach, der Abi auch. Ja, ja. Mir geht's ruckzuck. Wenn ihr wollt und Interesse habt, also exklusiv für unsere Abonnenten bei YouTube, ihr kennt ja dieses Kicktipp. Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man in der Gemeinschaft ein paar Fußballspiele tippt und kann sich dann austauschen. Aber ihr habt jetzt die Chance, mit Legenden zu tippen, denn ab sofort gibt es den Legenden-Fußball-Tipp auf Kicktipp. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr erstens Abonnent werden, wenn ihr es noch nicht seid. Und dann findet ihr in der Beschreibung eine E-Mail, die bitte gerne anschreiben und dann werdet ihr da in dieses Kick-Tipp-Format, ihr kennt es, aufgenommen. Und dann könnt ihr gegen Klaus Fischer und gegen Rüdiger Abramczyk tippen, auch gegen mich. Ich mache natürlich auch mit. Also, ja, klar. Absolute Fußballfachkompetenz zusammen. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, über dieses Spiel in Münster zu sprechen, weil die einen sagen so, die anderen so und ich bin sehr interessiert, wie ihr das Spiel gesehen habt. Also, was war's denn? Ja, ich würde sagen, erstmal für uns war wichtig diese 3 Punkte. Es war nicht einfach, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, das muss man einfach so sehen, weil doch strittige Situationen da waren, wo hätte auch anders aussehen können. Und deswegen nehmen wir die 3 Punkte mit. Du bist von da unten erstmal ein bisschen weg. Gib da ein bisschen Selbstvertrauen, auch für den Trainer und für die Mannschaft. Aber man hat gesehen, dass die Mannschaft ein anderes Bild abgegeben hat, wie vor vielen Spielen. Sie haben ja aufgegeben, sie lagen 1-0 hinten. Und haben, ja, natürlich auch, diese 2 Tore, die wir gemacht haben, so ein Tor habe ich nie meine ganze Karriere gemacht, aber muss man auch erstmal machen. Und er macht da 2 Tore und auch für ihn gibt es, eben wenn du ein Tor machst, Selbstvertrauen. Und ja, jetzt haben wir ein Heimspiel, wo auch wieder ganz wichtig ist, aber in erster Linie, was für unseren Verein ganz, ganz wichtig, dieser Sieg in Münster, der nicht einfach war. Ja. Hat schon wieder fast alles gesagt, Herr Klaus. Es ist immer schwierig, als Zweiter zu reden. Ne? Aber ich sag mal so, ich sehe die Situation so, es haben trotzdem viele gesagt, ach, das Spiel ist schlecht gewesen und wir waren nicht gut und. Was erwarten wir denn eigentlich? Wir erwarten doch kein 8-0 gegen Münster. Ja? Das Wasser, wie der Klaus schon gesagt hat, stand bis zum Hals. Ja? Alles durcheinander, Trainer raus, Manager raus, im Verein war Unruhe ohne Ende. Und dann kann man doch auch sicherlich nicht erwarten, dass da jetzt ein großes Spiel entsteht. Das ist doch ganz klar. Und ich glaube einfach, mir war das eigentlich schnuppe egal, ja, ob wir nun 1-0 gewonnen haben oder 2-1 gewonnen haben, mir war das schnuppe egal, Hauptsache wir gewinnen. Und wenn wir eben Blödsinn spielen oder schlecht spielen oder wie auch immer, ich wollte das Wort nicht schon wieder sagen, dann ist mir das egal, Hauptsache wir gewinnen. Wir mussten auf jeden Fall das Spiel gewinnen, weil wir müssen nach oben. Und mit 7 Punkten sieht man ja jetzt schon wieder, sieht die Luft schon wieder ganz anders aus. Wenn du da verloren hättest, dann hättest du ein Riesenproblem gehabt. Deswegen war mir das Spiel eigentlich schnuppe egal. Und wenn wir noch schlechter gespielt hätten und wir hätten das Spiel nur 1-0 gewonnen, das wäre für mich genauso gut, weil auf das Spiel habe ich nicht so viel gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste sowieso von vornherein, dass es ein nervöses Spiel wird. Ja, alle wollten natürlich was tun, aber in diesem kleinen Stadion, wir waren ja auch da gewesen, ist es nicht so einfach zu spielen. Das muss man einfach auch sagen. Und der Gegner oder sagen wir mal unsere Jungs, da waren auch glaube ich nur 1500 da, also die haben trotzdem richtig gut angefeuert, trotzdem, dass die auch gesehen haben, dass unser Spiel nicht gut war. Aber im Endeffekt ist es, du hast gewonnen und das zählt im Grunde unterm Strich.
Ja, ich muss auch sagen, wichtig ist, dass sich die Mannschaft ja gegen diese Niederlage gestemmt hat. Sie lagen 1-0 hinten und haben dann eben versucht, dieses Spiel umzubiegen. Und das haben sie auch geschafft, auch wie vorhin schon gesagt, auch die Tore, egal, es sind Tore und Gerd Müller hat oft solche Tore auch gemacht. Das gehört auch zum Fußball dazu. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen nicht. Ich kann mich an mich nicht erinnern, so ein Tor gewurschtelt auf Bayerisch zu haben. Aber es ist egal. Das gibt für ihn und für die ganze Mannschaft und für den Verein erstmal Ruhe. Und natürlich, ja, es ist jetzt ein Spiel gewesen und da geht es weiter. Und es wird schwer genug, weil, wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, die spielen gegen Schalke 04 und nicht Jan Regensburg in Preußen-Münster. Nein, sie spielen gegen FC Schalke 04 und das ist ein besonderes Spiel für die und das muss ich wissen und da muss ich gegenhalten und das haben sie getan. Es ist ja eh ein Übergang. Jakob Fimpel wird für 2 Spiele Trainer sein. Was danach passiert, wissen wir noch nicht, aber höchstwahrscheinlich gibt es einen neuen Cheftrainer. Man konnte nicht viel erwarten, aber er hat Mut auch bewiesen und hat Veränderungen in die Mannschaft gebracht. 2 junge Spieler, Krüger und Bulut. Was sagt ihr da zu den beiden? Ich fand die beiden gut. Also den Bulut habe ich ja schon mal gesehen gehabt hier bei der U23. Da hat er diese gleiche Position schon gespielt. Das war für mich jetzt nicht so überraschend. Ich hatte auch nicht unbedingt große Angst, dass er das nicht kann. Ja, das hat er hier in der U23 letztes Mal schon, ich glaube, gegen Uerdingen oder so, hat er da gespielt. Und das hat er da eigentlich auch schon ganz gut gemacht. Deswegen, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, na, okay, traut man dem Jungen auch zu. Ich meine, er arbeitet mit den Jungs mehr zusammen als wir alle. Ja? Er trainiert die jeden Tag und weiß auch, welche Qualitäten die haben. Also was er hat, also verhältnismäßig guten Kopfball und ist auch verhältnismäßig schnell. Das muss man auch sagen. Also der ist jetzt nicht langsam auf den Beinen, wie wir schon mal hatten, so in unseren Verteidigungen, wo wir gesagt haben, der eine ist zu langsam und, sondern ist schnell, ja, und das ist ein Vorteil, wenn du als Abwehrspieler auch schnell bist. Und vor allen Dingen, er ging einfach ins Spiel rein, ja, ich kann ja eigentlich nur gewinnen, ich kann nicht verlieren eigentlich. Klar, wenn wir jetzt 5-1 verloren hätten, hätten sie ihn wahrscheinlich oder die ganze Abwehr auch durch den Kakao gezogen. Aber so haben wir 2-1 gewonnen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja in letzter Zeit auch ein bisschen stark kritisiert immer, aber man muss auch mal, wenn man ein Spiel gewinnt, dann auch mal sagen, gut, es ist gewonnen worden, egal wie. Ja, es ist durch Kampf, durch Willen und eben, durch, dass man aggressiv gespielt hat ein bisschen, dann gewinnt man auch solche Spiele. Aber ja, es gibt viele Leute, die sagen, oh, wir haben schlecht gespielt. Ja klar haben wir nicht gut gespielt. Das hat auch jeder gesehen. Aber unterm Strich gesehen ist es mir doch egal. Ja? Die Mannschaft hat zum ersten Mal gut zusammen gespielt. Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, es ist keiner stehen geblieben. Ja? Es ist immer weiter gelaufen worden. Das Mittelfeld hat viel gearbeitet. Nach außen haben sie viel gearbeitet. Und wie der Klaus schon gerade sagt, wenn einer 2 Tore macht vorne wie der Süller, egal wie auch immer, wie du die machst, der Gerd Müller hat die auch früher mit der Nase, mit dem Bein, mit dem Knie, wie auch immer. Das sind trotzdem Tore. Und ich finde, er hat natürlich auch, ist jetzt nicht so groß aufgefallen, aber wenn einer 2 Tore macht, fällt er auf. Das ist ja schon wieder beim Süller. Aber wichtiger war, dass der Trainer Mut bewiesen hat, wo die anderen nicht. Sie haben mit Bulut und Krüger hat er 2 Leute reingetan. Wir kennen die auch von den Amateuren, von der Jugend her. Und da hat man immer schon gesagt, das sind Jungs, die kannst du gebrauchen, aber du musst ihnen die Chance geben. Und die haben, beide haben die Chance genutzt. Das muss man einfach so sehen. Und du darfst auch Fehler machen, haben andere gemacht. Ob das der Kaminski war, Aydin jetzt, der muss aber erklären, wie er das gemacht hat, diese zum 1-0, da fragt man sich ja wirklich. Und das muss aufhören. Solche Fehler, diese Fehler kann man, das ist ja schon, ja,
wie soll ich es nennen, Unvermögen, wenn man solche Situationen mit das so klärt, wie er es klären wollte, geht überhaupt nicht. Und deswegen finde ich gut. Und ich hoffe natürlich auch, dass in der U23 oder U19, dass noch andere Jungs drin sind, ja, vor allen Dingen die auch vielleicht. Und die sehen jetzt, wenn die Chance gekriegt, so. Ja, sehen die auch, hallo, wenn ich da mal die Chance kriege, dann muss ich, weiß, was ich machen muss. So. Und das finde ich gut. Ja, genau, Klaus. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. So ist das. Die Jungs sollen, haben das sicherlich auch viele gesehen. Und es ist natürlich die Frage, wie ist, wenn der Jakobs nicht mehr da ist, wie, ja, komm, ja, genau, ist egal. Auf jeden Fall, wenn er nicht mehr da ist, welcher Trainer kommt dann? Ja, welcher Trainer kommt dann? Will er wieder mit der U23-Spieler sich befassen oder befasst er sich wieder mit anderen? Das ist die große Frage und da sollte der Verein sich einige Gedanken machen. Ne? Und welche Schiene man eigentlich fahren will. Ja? Wäre Fimpel denn einer, wo man sagen könnte, ja, der passt? Müsste man das Risiko eingehen, dass er dann quasi den Fußballlehrer nebenher mitmacht, damit er weiter Trainer bleiben könnte? Ja, aber du, also René, ich glaube nicht, dass du den Fußballlehrer jetzt so nebenbei machen kannst, sondern die haben trotzdem, ich sag mal in Köln, viel Verständnis dafür, wenn einer einen Job hat, das weiß ich. Und die Kölner, das Klaus weiß das ja auch, wenn einer mal einen Schein hatte oder noch keinen Schein hatte in Köln und der hat eine Mannschaft übernommen, dann hat er auch ein paar Vorteile gekriegt, den anderen gegenüber, die es dann jeden Tag waren. Aber wie gesagt, ich finde irgendwo, wenn er jetzt hier gegen Hertha noch gewinnen sollte, sollte man doch mal überlegen, warum soll man denn dann einen neuen Trainer holen, der die Mannschaft nicht kennt, das Umfeld nicht kennt und er kennt alles. Also die Chance, warum soll man ihm die Chance nicht geben? Wenn er zwei Spiele gewinnen sollte, bin ich sogar dafür. Ich will das erst in die Hand nehmen. Ich habe auch Fußballlehrer nebenbei gemacht, aber natürlich habe ich die Amateure trainiert und da haben wir abends trainiert. Das ist wieder was anderes als jetzt bei der Profimannschaft. Aber wenn das alles passt, das können wir ja gar nicht beurteilen. Die vom Vorstand oder der Verein, man kann das besser beurteilen, weil die sind jeden Tag dabei. Wie arbeitet er? Ich habe ihn kennengelernt in Oberstdorf, hat einen super Eindruck hinterlassen, das muss man einfach so sehen, mit einem Amateur. Und natürlich auch die Amateure haben auch ihre Probleme, er hat 5 Spiele hintereinander verloren. Wie kommt das? Aber es zählt alles nicht, es zählt in erster Linie die erste Mannschaft. Und wenn das alles passt und ob er, welche Leute er neben sich hat, ob er da zusätzlich den Fußballlehrer machen kann, das ist wieder eine andere Frage. Da müssen Sie sich besprechen, ob es geht oder nicht. Ja, die Trainerfrage ist noch nicht beantwortet, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern und wird auch sich sehr schwierig gestalten, denke ich mal, die Suche. Lass uns aber noch mal zu einem Spieler des FC Schalke 04 kommen, weil der ist auch ein Thema. Moussa Sylla, ihr habt schon angesprochen, 2 Tore gemacht. Er hat das gemacht, was er machen soll. Sagen wir mal, die restliche Zeit des Spiels war es nicht so dolle. Ist das egal, wenn ein Spieler einfach dann da ist, wenn er da sein muss? Ja, es gab ja auch für, sag mal, du als Stürmer erzähl du mal über deine, weil er ist ja Torjäger, ich halte mich da mal raus. Also bin ja kein Torjäger, soll er mal erzählen, der Klaus. Tor, du hast auch gemacht. Ja, aber nicht aber so viel. Man hat ja immer gesagt, man hat sich immer gewundert, der Gerd Müller, das muss ich einfach so sehen und auch sagen, egal, der Ball kommt von der Pfostenlatte, von der Abwehr, von Gerd Müller vor die Füße, zack, drin das Ding. Das kannst du nicht lernen. Ja, das ist einfach so. Und natürlich habe ich auch immer gesagt, ihr habt viel schönere Tore gemacht als Gerd. Das ist richtig. Aber wie viele Tore hat er mehr als ich? Das ist entscheidend. Die Tore sind entscheidend bei jedem Spiel. Wie sie fallen, egal. Aber natürlich, wenn du dann längere Zeit, wenn es nicht so kommt, da stehst du schnell in der Kritik. Das ist auch klar. Ja, weil, ob er viele Tore vorbereiten kann oder so, weiß ich nicht.
ob er da schnell genug ist, mal vorbeizugehen, um einen vorzubereiten, das wird sich in den Laufe der Zeit, wird sich das zeigen. Natürlich, du hast es ja gesagt, man hat ihn nicht viel gesehen, aber er hat 2 Tore gemacht und wir haben 2-1 gewonnen. Jetzt kommt aber die große Frage, die sich ja auch stellt, im Winter soll er dann eventuell schon wieder verkauft werden, weil es halt wirtschaftlich interessant wäre. Große Vereine sind dran, dafür hat man ihn auch gekauft, dass man ihn eventuell für viel mehr Geld verkaufen kann. Muss man da abwägen oder ist das einfach ein Wirtschaftsunternehmen und muss sagen, ja, das muss man einfach so hinnehmen? Ja, also zurzeit ist es ein Wirtschaftsunternehmen und da muss man einfach, wenn man gutes Geld für ihn kriegt, ich weiß nicht, wie viele Tore er auch bis Dezember macht, aber da muss man schon überlegen, ja, wenn er, was weiß ich, 15 Stück hat oder so und die Leute kommen um die Ecke und sagen, wir bieten nicht so wie wir 2,5 bezahlt haben, sondern wir bieten mal 10 oder so, dann muss der Verein natürlich überlegen, ist doch ganz klar. Also vor allen Dingen in der Situation, wo wir zurzeit sind. Also, aber wenn es jetzt die einzige Lebensversicherung wäre für Schalke? Ja, aber ich weiß nicht, also Karaman macht ja auch seine Tore immer so. Also ich meine, dass man vorne sicherlich, wenn man einen Stürmer hat wie er, jetzt hat er ja auch noch erstmal, wie viel hat er jetzt gemacht, 6 oder 5? 6 Tore. Ja, 6, ja. Also so viel ist es ja jetzt auch noch nicht. Und ich meine, wollen wir mal jetzt nicht den gleich jetzt so in den Himmel heben, dass er uns 20 Millionen bringen würde, dann würde ich ihn sogar selber wegfahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil im Endeffekt ist es ja auch so, das ist ein Spieler, der wohl Tore macht, aber so in der Mannschaft selber eigentlich doch verhältnismäßig wenig macht. Ja? Er ist ein richtiger Jäger, da muss man sagen. Und ein Jäger, wenn man für einen Jäger viel Geld kriegt, da muss man ihn verkaufen. Das ist leider heutige Zeit so. Und früher hat man da gar nicht drüber nachgedacht, den Klaus zu verkaufen. Der Klaus hat ja Tore wie am Fließband hier gemacht. Aber da war eine andere Zeit gewesen. Heute ist es einfach so. Gut, vielleicht wenn wir noch Champions League gespielt hätten oder Erste Liga gespielt hätten, dann hätte Schalke wahrscheinlich auch drüber nachgedacht, ihn zu verkaufen oder nicht zu verkaufen. Ja? Aber ich glaube, in der Situation, ich weiß nicht, also wenn Ben Manga noch so einen findet, dann ist er okay, dann sollen sie den verkaufen und dann sollen sie noch wieder einen anderen holen. Er muss erst mal abwarten. Ja. Die Presse schreibt so schnell. Ja, da sind sie schnell dabei. Ja, und von daher würde ich erst mal ein bisschen vorsichtig sein. Das muss sich auch lohnen für den Verein. Wenn verkaufen, dann muss was mal rüberkommen. Aber die werden auch das verfolgen, die nächsten Spiele. Dann musst du weiter Tore machen. Dann steigt auch dein Marktwert und ist gut für ihn, gut für den Verein. Und deswegen werde ich erstmal vorsichtig sein mit Verkaufen oder nicht verkaufen. Daran zu denken, nach ein paar Spielen, würde ich erstmal vorsichtiger sein und abwarten. Ja, abwarten ist, wir haben noch ein Spiel bis zur Länderspielpause. Gegen Hertha BSC Berlin, da können wir nochmal unseren Legenden-Tipp ins Spiel bringen, liebe Leute. Denkt dran, ihr könnt ja gegen die Legenden jetzt mittippen. In der Beschreibung findet ihr eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt. Also, Voraussetzung ist, ihr müsst Abonnent sein unseres YouTube-Channels. Ihr könnt es auch gerne weiterempfehlen. Ihr solltet es weiterempfehlen, dass ihr uns auch immer wieder seht nach jedem Spiel. Mal so einen kleinen Einblick in euer Tippzettel. Was habt ihr denn getippt, Schalke, gegen Hertha? Erstmal hat Hertha Berlin zu Hause 1-4 gegen Elversberg verloren. Ja? Und jetzt zu meinen, ja, wenn die gegen Elversberg zu Hause verlieren, das sind sie hier ein gefundenes Fressen für uns nach dem tollen Sieg da in Münster. Nee, so ist das nicht. Wir haben es auch immer schon gesagt. Und ich erwähne das immer wieder. Da kann jeder jeden schlagen. Und du musst von der ersten Minute auch gegen Hertha Berlin wieder versuchen, dir unter Druck zu setzen, kämpfen, bis vielleicht ein Sieg dasteht. Aber wir haben das ja im Kopf. Wir führen 3-0 gegen Darmstadt und verlieren 5-3. Gestern ist das Gleiche passiert. Da haben auch 3-0 geführt und 4-3 verloren. Hoffenheim gegen Bremen. Genau.
Das, Bremen ist doch normalerweise nicht in der Lage, als sie 3-0 hinten liegen, in Hoffenheim noch 4-3 zu gewinnen. Aber es passiert. Und deswegen, Vorsicht, abheften, sagen wir mal so, den Sieg und aufs Neue gegen Hertha Berlin. Das Schwerke noch wird wieder. Wir werden es erleben. Geschenkt wird dir nichts. Du musst sehr viel tun. Ja, ich glaube, es wird ja wieder eine Woche länger trainiert. Jetzt haben wir alle ein bisschen Selbstvertrauen in der Truppe wieder. Und ich glaube, das System, was er da spielen will, das wird wahrscheinlich hier im Spiel gegen Hertha wahrscheinlich noch besser, weil du hast wieder eine Woche Zeit, die Abläufe weiterhin zu trainieren und. Außer der Voraussetzung, dass er natürlich gleich spielt, wie er jetzt in Münster gespielt hat. Ja. Aber ich finde, eine gewonnene Mannschaft, das habe ich oft gesagt, Gerrit ja leider nicht zugehört hat, eine gewonnene Mannschaft nimmt man nicht auseinander und ich hoffe, aber trotzdem, das Einzige, was du nachdenken musst, ist vielleicht diese Fehler, die zum Tor 1-0 geführt haben. Da kann man überlegen, weil es ist ja nicht so, dass es zum ersten Mal passiert ist, sondern er ist ein Unsicherheitsfaktor auf dieser rechten Seite. Mir gefällt das nicht. Aydin meinst du? Aydin meinst du? Ja, mir gefällt das nicht, wo man sich da andere Gedanken machen muss vielleicht, weil du musst die Fehler abstellen. Wenn du Fehler machst und die Gegner kommt zu Toren, dann ist es immer wieder schwer. Das hat man ja auch gesehen, nicht nur bei uns, überall ist das Gleiche. Wenn da solche Fehler gemacht werden, das musst du ablegen. Sonst bist du ein Unsicherheitsfaktor in dieser Truppe. Ja, aber das Problem ist ja auch, Klaus, einen kann mal rein, mal raus, mal rein, mal raus. Wenn man dem ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht gibt. Aber der hat schon ein paar Spiele auch immer spielen können. Ja, aber er hat natürlich auch eine gute Szene gehabt mit dem Torschuss, wo der Torwart abprallen lässt und wir machen das 1-1. Ja, also klar hat er Fehler gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob der so ein richtig guter Abwehrspieler ist, ob der so viel, das kann man eigentlich im Endeffekt nur sehen, wenn man ihn im Training beobachtet, ist er überhaupt speziell dafür da, um abzuwehren oder nur um die Seite zu beschäftigen. Ja? Das weiß man ja jetzt gar nicht so. Also, ja gut, über die Aufstellung braucht man auch nicht drüber reden. Da ist der Trainer da, Ende aus. Er sieht den jeden Tag im Training und natürlich aber, ich denke auch, dass er das macht, dass er mit ihm spricht, wie man in dieser Situation, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wie man da so hingehen kann. Das kann dir keiner erklären wahrscheinlich. Ich auch nicht. Schlaflose Nächte und hat überlegt, wie geht das? Ja, jetzt aber komm, jetzt haut doch mal den Tipp raus, Schalke gegen Hertha. Was habt ihr da auf dem Zettel stehen? Ihr kotzt meine Ergebnisse kurz hier. Die soll ja nicht abschneiden. Nicht die Sonne. Und ich, also, nein, aber ich habe getippt für Schalke gegen Hertha Berlin nach dem Wochenende. Hast du abgeguckt bei mir? Nee. Ja, weil fast alles gleich ist. Oh. Also, guck mal hier, 2-1. Ein erstes Spiel, ja. Paderborn 3-0, also auch. Das ist das Einzige. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ihr wollt es nicht verraten. Also 2-1, 2-1 schwer. Interessant. Für unsere Truppe habe ich gegen Hertha getippt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, tatsächlich, ja. 2-1 ist ja... Aber ich kann mal 2-0 laut tippen. Ich kann 2-0 laut tippen, das ist nicht so schlimm. Ja. Nee, wieso? Muss ja nicht. Also meldet euch an, ihr seht, es wird spannend. Wir werden wunderbar. Bestimmt öfter mal sprechen. Und es gibt am Ende sicherlich auch Preise zu gewinnen. Ne? Also da kann ich nach Hause nehmen, dass ich vergleichen kann? Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir müssen das erst eintragen, dann kannst du es mitnehmen. Ja, ich danke euch beiden. Heute war es ziemlich ruhig, ne? Wunderbar, also heute war so richtig entspannend, weißt du, man hat sich nicht aufgeregt, man hat gewonnen und das ist so das Schöne, weil ich habe ja nicht immer jede Woche Lust, mich aufzuregen, aber dann ist ja jetzt mal wunderbar, dass der Klaus und ich erstmal... Ja, man fiebert ja mit dem Verein mit, du kommst aus dem Verein, ich habe 11 Jahre hier gespielt, war Co-Trainer, Trainer, alles möglich und von daher... freut man sich natürlich auch.
und es ist ganz wichtig für uns. Absolut. So ist es. Danke und wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche wieder. Danke und Glück auf. Glück auf. Glück auf.